Verspätung. So, jetzt. Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Channel. Morgen geht's shoppen. Oh, und das sieht richtig cool. XP Mesh. Ich nehme sogar den Vlog mit der Kamera auf. Ja, nehme euch mit. Dort gibt es richtig geile Läden wie Nike, Van, Hart, Stockmart. Aber gibt es richtig krasse Läden. Ich gehe auch vielleicht in irgendein Luxusland, also in Prada oder sowas. Wenn ich mir eh nichts kaufe, nehme euch mit. Und in den Läden wird mit dem Handy gefilmt. Ja, bis morgen. Wir sehen uns. Wir fahren um 9 Uhr los. Dann geht's abends wieder nach Hause. Wir sehen uns morgen. Next day, bin hier. Geht gleich los, ist kurz vor 9. Smiley-Kette, Standard-Kette, lieber Short. Du hast dann. Perfekt. Also, so das extreme Erzähl ein Witz. Nee. Wir sind im Stau, yay! Wir sind gleich da! Wir sind auf Roman. Yay! Da ist doch schön, willkommen! Okay. So Leute, bin jetzt hier in Romont. Da hinten ist der Eingang. Endlich da nach 2,5 Stunden Fahrt mit Stau und sowas. Ich freu mich. Und let's go, es geht rein. Es gibt WLAN, ich nehme das, freust du dich? Ja. Wir gehen einfach der Reihenfolge nach und gucken einfach, in welchen Laden wir dann gehen, oder? Ich hoffe, die hier in Haus. Right. Super. Überall gelbe Kennzeichen, wir sind in Holland. Das erste Mal im Ausland dieses Jahr, super. Ich habe ganz viel Geld mit, ich muss ganz viel Geld ausgeben. Hast du auch Hunger? Ich glaube, ich gucke bei Nike nach Socken, so Tennissocken. Ich sehe komplett aus wie so ein Touri mit Rucksack, mit Omega-Tasche. Du musst gleich ein Video sehen, was ich bei dir gemacht habe. Right. Digga, einfach Musik. Das Nike, das direkt Nike. Ja, ich finde, das ist einfach irgendwie so eine kleine Stadt mit kleinen Läden einfach. Schau, so ein Like auf diesem Vlog da lassen, stimmt? Ja. Yeah. Leute sind im Calvin Klein Laden, schauen hier mal. Ich filme mit Handy, weil sonst ist, glaube ich, nicht erlaubt hier. Ja, nicht so schön. Leute, nicht so schöne Sachen, wir gehen wieder raus. Ich bin jetzt hier bei Nike rein. Nike ist wichtig und richtig. Boah, ey, da will ich auch in Tommy Hilfiger, okay? Super. Im Nike Laden, diese Nike Box. Standardsocken? Ne, das sind so Übernies, ne. Hier ein paar Basketball-Trikots feiere ich aber nicht. Digga, wie voll das hier ist. Ja, den Pulli probiere ich mal an. 55 Euro ist teuer, aber geht. Eine halbe Stunde oben, super. Ich habe mir jetzt die drei hier rausgenommen. Probier mal an, mal schauen, welchen ich davon nehme. Blauen habe ich zurück. Hier sind Umkleide. Wir den hier an. Sismon, Nikolos, hier bin ich. Und die Hose. Mal schauen, ob ich mir davon irgendwas kaufe. Wir sehen uns, wenn ich es anhabe. Fittet gut. Sieht auch cool aus. Mal schauen, ob ich den mitnehme, aber ich glaube eher der andere. Der andere steht mir, glaube ich, besser. Jo, das sieht so aus. Den nehme ich nicht mit. 45 Euro ist auch voll okay. Oh, ich nehme den mit. Ich kaufe mir den. Xtremisch, was kaufst du dir? Standard, aber cool. Xtremisch, ich suche mal Socken. 9 Euro nur, aber 46 bis 50. Die sind einfach alle ausverkauft gefühlt. Leute, hier sind ein paar Socken. Ich nehme solche mit. Das sind so halbhohe. Rot, grau, weiß, 7 Euro. Hier, 3 Euro günstiger. Okay, ich nehme welche. Hier stehst du erst. Beide zusammen 50 Euro. Leute, heute wird alles im Video vorgestellt. Und dann, hier kriegen wir auf jeden Fall gut Zeit. Um 45 Minuten in einem Laden. Leute, es ist 13.18 Uhr. Hier meine Nike-Tüte. Hab mir Pulli und Socken gekauft. Ich habe eine Tüte. Für eine Tüte. Super. Wir suchen den Plan. Ist da der Plan? Wir sind hier bei Nike. Einfach ganz durch und dann zack. Einmal dazu Calvin Klein und dann abbiegen. Wir gehen auch gleich noch zu Starbucks. Ich nehme das Starbucks, das ist witzig. Und dann gucke ich auch noch bei Vans oder sowas. Mal schauen. Da gehen wir auch gleich hin. Eigentlich wollte ich einen teuren Laden, aber Gucci, Schlange, gar kein Bock. Schlange ist scheiße. Guck mal, die haben da einfach alle Anzug drin und sowas. Das ist der Laden für Patrick Spector, Philipp Klein. Da muss man hin. Kappa. Jetzt einfach Prada.
Leute, ich gehe gleich zu Prada. Ich bin jetzt einmal zu Meckes und dann gehen wir den Weg nochmal zurück. Springbrunnen, das goldene M. Da gehen wir jetzt hin in das goldene M rein. Wenn ich du wäre, lauf da durch. Nein. Schade. Mach. Junge, da könnt ihr. Leute, was ist hier los? Hier ist überall eine Schlange. Selbst bei Meckes ist eine Schlange. Egal, wir gehen da trotzdem hin. Wir holen uns jetzt was essen. Und es fängt einfach an zu regnen, sind aber hauptsächlich eh nur noch im Laden. Nee, Regen, gar kein Bock. Super Position, ich hole mir Chicken Nuggets oder sowas. Ich habe Nummer 51 und mein Essen kommt gleich. Eben, ich habe hier McNuggets mit Zitzor, Curry Sauce. Dann habe ich noch einen McCheeseburger mit einem Eisdick klein. Green Freeze Bank. Keine Ahnung. Ich habe 2 Cheeseburger, ein Getränk, Nuggets und 2 Soßen. Er hat die McNuggets, Soßen und Pommes mit Ketchup. Hier extreme Sachen. Fotz, Chicken Nuggets und Pommes. Nice. Tu das mal zu dir. Cool. Eisnick Klein Peach. 3, 6, 9. Oh mein Gott, ich habe mehr. Ich habe 10. Und noch 2 Cheeseburger. Das ist mein Essen. Jetzt wird reingehauen. Leute, das ist Eis, die Spule. Probier mal. Extrem leicht. Lecker? Ich find's nicht, aber probier mal bitte. Hast du das? Schmeckt voll geil. Ja, ich darf haben. Geil. Leute, sind beide fertig. Ich habe noch 4 Nuggets, aber ich gar keinen Bock. Wir gehen jetzt weiter. Im Prada-Outlet. Ja, hier ist Frauen, wir müssen zuhören. Aber wie teuer. Rate mal, wie teuer die hier sind. Wie viel? Steht nix. 340, fast richtig. Teuer. Leute, ist alles so teuer hier. Da hinten sind Hemden richtig cool. Finde ich eigentlich ganz schön, aber teuer. Ist schon schön, aber halt viel zu teuer. Wir gehen weiter im anderen Laden. Digga, wie edel diese Umkleide. Schau mal. Wie edel einfach. Hier waren wir im Prada. Da waren gefühlt nur reiche Leute, stimmt. Ja. Jetzt gehen wir weiter. Aber wir schauen jetzt mal. Hemd 24 Euro, das ist günstig. Original 700, aber ja. Da waren auch coole Hemden, coole Taschen, aber wir gehen da nicht nochmal rein. Ciao. Leute, der Laden war halt null, was für mich. Meckles war lecker, 7 von 10 halt Meckles essen. Da waren wir gerade drin. Und jetzt sehen wir uns. Ciao. Streamdash probiert jetzt sein erstes Mal Starbucks. Wir sagen später, was er genommen hat. Das ist ein Geheimnis. Und da geht's jetzt rein. Leute, ich habe ein Eis-Cappuccino genommen. Grande, 5,10 Euro. Das ist teurer als normal. Ich glaube irgendwie ja. Ich hoffe, der schmeckt. Probier ihn gleich und ich filme auch extrem, dass ich meine. Ja, ist da gerade am Bestellen. Du hast Grande Cappuccino genommen, oder? Das gleiche wie ich. Was hast du da? Croissant. Croissant, nice. Wow. Croissant. Zeig mal. Oh, sieht gut aus. Wie teuer war das? Das Spieleland ist doch was für dich. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Thank you. Das ist meiner Eis-Cappuccino. Ich hatte noch nie ein Eis-Cappuccino. Hier, Neplon. Ich glaube, die hat meinen Namen nachgeschrieben, weil die hat dreimal gefragt, wie der geschrieben wird. Ich gehe schon mal. Platz hier sogar richtig, Neplon. Ich habe aber auch buchstabiert. Hier draußen. Ist schöner bei der Wärme. Hier mal hier noch einen Zucker rein. Tasche kommt auf den Boden. Perfekt. Wieder hinsetzen und was trinken. Wir haben jetzt hier unsere Kaffee. Wir haben einfach den gleichen Eis-Cappuccino. Einfach falsch geschrieben. Ich hab meinen Namen nachgeschrieben, weil der dreimal gefragt, der geschrieben. Eigentlich schreiben wir das mit A. Wir probieren die jetzt. Hier drücken. Und dann das rausziehen und da reinklacken. Nein, ich kann auch so trinken. Wir deinen erstmal. Ich spiele das First Reaktion. Ich hab Kaffee. Eis Cappuccino von Starbucks. Probier mal. Wenn der Zucker fehlt, kannst du dir ja noch welchen holen von drin. Wir haben nur Schaum. Wie schmeckt der? Schön kalt. 1 bis 10. Schmeckt der? 10 ist das Beste. Ist halt ein bisschen bitter. Also ist Kaffee insgesamt. Brauchst du Zucker? Okay. Ja. Aber wie würdest du ihn bewerten? Also schmeckt der. Ja. Gut. Wir sehen uns, wenn der Kaffee leer ist. Ich probiere den auch gleich mal. Warte. Ich probiere mal. Lecker, aber ich brauche Zucker. Ohne Zucker nicht. Nee. Der ganze Tag ist für mich eine 8. Und für dich? Bis jetzt. Ich rühre den Zucker um. Ich hoffe, es schmeckt am besten. DJ-Schutz. Ich habe jetzt 3 Zucker drin. Probier ich nochmal. Komplett lecker. 7,9 oder sowas. Richtig geil. Ist ja schon 2:40 Uhr. Croissant. Aber das beste Frühstück haben wir. Ich stehe für mein Croissant. Vor allen Dingen Frühstück. 15 Uhr. Geil. Die ist so bitter, er will nehmen. Ja, super. 7 von 10. Ich krieg's aber. Ja, deins ist ja auch zu bitter. Du hast ja kaum Zucker drin. Steht da oben was? Das nimmt auf. Wieso findest du mich jetzt? Ich fänd den da. Ich trinke extrem selbst Kaffee. Ausgetrunken. 2 Kaffee-Intus. Jetzt geht's weiter. Ich bin in den Laden, let's go. 14 Euro Socken. Ist okay. 20 Euro ist okay. Sale. 3 für 2. 50 Euro für so eine 5x1. Simpsons Suit, geil. DTX Nimmler, schreib mal rein. Das ist cool, aber das ist. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I want
wanna be the greatest. Everybody on the face shit. 3 T-Shirts für 30, weil 1 kostet 15, 2 für 30. 3 für 3, du meinst 3 für 2. Du kommst hier einfach hinter. Ja, ich weiß. Wie teuer ist das? 17 Euro ist okay. Die ist cool. Ich hab einfach sogar ein Levi's T-Shirt an. So funny, steht mir die Mütze? Levi's T-Shirt ist fake. Levi's Shirt, 17 Euro, ich probier's mal. Ich lasse das eben hier, Leute. Ich komme später von der Nummer wieder. Das T-Shirt finde ich auch cool, aber das gibt's nicht mehr in der Größe. Das fühlt sich wunderschön. Wir gehen jetzt hier runter. Diese Straße, wunderschön hier alles. Ja. Ehrlich, nicht mehr lernen. Er guckt ihn an, aber du so mal schon. Die Dose ist cool. Holst du dir die? Ja. Wie teuer ist die? 28. Steam Dash war erfolgreich. Er hat kaum noch Geld. Jetzt ist er mein Berater. Bald ohne Schlange. Leute, das Van, da gehen wir jetzt hin. Ich stream das, guck mal, ich hoffe, der Akku reicht noch. Vans mit der kleinsten Ladung. Größte Ladung ist bisher Nike, gell? Ja. Das sieht cool aus, mal schauen. XL 14 Plus. Nimm mal mit. Nee. Soll ich das auch mal mitnehmen? 12 bis 14. Ich nehme auch mal mit. Sehen uns nach ein paar Detailschutz in der Umkleidekabine. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Leute, bin hier noch umklärt. Ich will das blaue, ja. Oder schwarze. Hier hinten Vans. Und dann probiere ich noch hier die Spartik-Dinger mit Vans drauf. Ich glaube, das Spartik kaufe ich mir nicht. Dann hier noch Socken. 10 Euro für 3 Paar Socken. Und Leute, das sieht cool aus. Ich guck nach einer Nummergröße. Leute, das ist das blaue. Ich muss entscheiden, welches mir besser steht. Leute, die stehen mir beide. Ich glaube, ich nehme einfach beide mit. Die sehen sehr wild aus. Die Socken nehme ich safe mit. Probiere ich noch die Schuhe an. Leute, das sind die Schuhe. Die sehen richtig wild aus. Was sagst du dazu, X-Mimlash? Heute nochmal größer und es regnet einfach drauf. Regnet halt komplett, das ist echt scheiße. 36 Euro, richtig Schnäppchen. Für 3 Sachen. Jetzt geht's noch zur Card und dann gehe ich hier gleich nochmal hin und hole noch Schuhe und dann fahren wir. Ich habe gesagt, ich kaufe mir Sommersachen. 2 Longsleeves, ein Pulli. Longsleeves kann man aber auch im Sommer tragen. Jetzt muss ich nur noch Kokahat und eventuell Schuhe. Ich habe aber noch 70 Euro. Puma Store. Da ist Diesel. Darf ich einmal zu Diesel? Ja. Diesel, dann können wir ein bisschen tanken. Leute, hier mein Typen ist komplett nass, ich hab gar keinen Bock mehr. Hier nochmal extra Sale. Das ist einfach ein normales T-Shirt. Teuer ist sowas. 65. T-Shirt, alles klar. Wir kriegen jetzt schon nichts wieder raus. Der ist super schön, aber 73 Euro von 225. Das wird zu teuer. Heute, Vans war bisher der beste Laden vom Preis her. Er war immer 30% extra oder sowas. Und jetzt müssen wir schnell einen Lageplan suchen. Es regnet. Ja, der wird nass. Digga, alles nass, Leute. Ey, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo Carhartt ist. C. 348. Jetzt ist schon leer. Also, könnt jetzt kommen. Leute, wir haben so Pech. Wir finden einfach Carhartt nicht. Wir suchen es aber weiterhin. Uns juckt der Regen nicht. Leute, hier waren wir noch nicht. Jetzt einfach alles nass. Ich gehe hier in Adidas und das ist X-Print. Adidas. Mal schauen, ob es hier was gibt. Wie findest du diese blaue Jacke? 140 Euro übertragen. Leute, ich finde Nike tausendmal geiler. Die Adidas auch sind nicht so schön. Geil, es regnet und strömt. Findest du es auch cool? Ja. Ich tue die Kamera jetzt weg. Ciao. Alles in meiner Tasche. Ich weiß nicht, ob mein Handy wacht. Ich auch nicht. Ich film einfach. Alter, ist das Regen. Kacke. Ja, wir rennen weiter. Leute, ich bin Carhartt. Super. Pulli ist richtig geil, aber 90 Euro. Ein bisschen Tomat mit einer Regenjacke kaufen, nur 30 Euro. Grün. Die ist voll hässlich, wie die hier mal an. Orange. Das T-Shirt hier auch noch. Ich kaufe mir die. Die hat nicht gepasst. Die sieht eigentlich cool aus. Passt leider nicht. Das ist übrigens die dritte Tüte. Nice. Aus. Tschüss, Roman. Du warst schön, außer dass es geregnet hat. Wie würdest du den Trip bewerten? 1 bis 10? 8. Ich auch 8. Doofe war halt, dass es geregnet hat. Ich habe mir 2 T-Shirt-Longsleeves gekauft. Hause wird noch alles ausführlich vorgestellt. Dann probiere ich gleich noch Vans an. Vielleicht kaufe ich mir die auch noch. 123 Euro. Okay. Und dann noch 80 Euro gleich für die Vans. Also müsste mein Geld gerecht haben. Übrigens. Auswahl an Accessoires war hier schlecht, oder? Ja. Das ist der letzte Laden, danach geht's zurück. Ich kaufe mir hier Vans, hier rote, stabiler Preis. 46 Euro statt 70, Alter, richtig krass. Tschüss, Roman, ciao. So, Leute, zu Hause zeige ich euch nochmal die Sachen. Streamdash sagt schon mal Tschüss für das tschüss. Video. Tschüss. Tschüss. Hello, I have a question. Streamdash hat noch 5 Euro, ich habe noch 10. Ich werde mir jetzt erstmal nichts mehr kaufen. GoPro, ja, ab alles. You
Ich stelle euch gleich vor. Nike, Carhartt, stellt euch gleich vor. Was geht, Leute? Ich stelle jetzt mal alle Sachfolgen drauf ab. Ich blende auch Titelschutz ein. War auf jeden Fall ein richtig nicer Tag, sehr anstrengend. War aber auch cool. Waren viele krasse Läden. Bei manchen habe ich was gefunden, gab es aber nicht mehr. Cool, war zu teuer. Der beste Laden war Vans. Da die meisten Sachen 30% extra. Nike habe ich auch gut was bekommen. Vans hat auch gute Sachen. Prada auch. Aber 450 Euro bezahlt, was ich nicht. Das als erstes kommen wir zu dem Carhartt-Beutel. Die anderen Beutel sind kaputt gegangen, weil der war schon gesehen. Durch den Regen gerannt. Und da war alles nass. Und das hat 12 Euro gekostet. 9,30. Blaues Carhartt-Shirt. Basic-Shirt mit dem Carhartt-Logo hier oben. Und dann als erstes kommen wir zu den Nike-Tüte. Die ist natürlich durch den Regen hier kaputt gegangen. Das ist die Nike-Tüte. Hat so Rücken gewonnen. Schlicht und praktisch. Weil ich brauchte ja welche. Dann kommen wir zu dem Pulli. Ich frag mich auch, wieso ich mir im Sommer Pulli kaufe, aber egal. Der hier in so einem Sandfarbenton. Relativ groß. Hier steht Nike in so einem Edge, glaube ich. Und da drunter so ein Sush. Ist cool. Hat 45 Euro gekostet. Eigentlich 65. Macht noch nicht viel mit falsch. Gute Qualität. Ich wollte auch so Standardsocken oder so weiße holen. Waren einfach alle weg. Gab es noch kostet 46 bis 5. Alle anderen waren einfach weg. Einfach leer. Auch krass. Jetzt kommen wir zur Vans-Kategorie. Vans of the War. Auch so Vans-Socken. So hohe weiße Tennissocken. Weil die haben einen Nike nicht gar grau. Ganz leicht Vans. Statt 16 Euro 10 Euro gekostet. Finde ich, ist ein fairer Preis für 3 Socken. Gute Qualität. Mit mal gegönnt. Ich habe auch insgesamt richtig viel Geld ausgegeben. 170 Euro. Ich will da seit 2 Jahren hin. Und es hat wie Corona nie geklappt. Und jetzt hat es endlich geklappt. Starbucks Weiß Coffee. Der war richtig geil. Ich habe von Extreme auch noch ein bisschen was abbekommen. Ich habe mir so T-Shirt-Longsleeves gekauft von Vans. Die waren einfach von 35 auf 23 runtergesetzt. Dann nochmal 12 Euro und weißer Rahmen. Mit so einem Racing-Muster in Rot. Das war so schlicht gehalten. Hatte noch nie so ein Longsleeve-T-Shirt, aber ist cool. Noch ein Longsleeve-T-Shirt in Schwarz. Das ist ein Nummer kleiner, das was ich schon. Ja, hier vorne ist rot, so Vans. Die Vans und ein Weiß mit Schachbrettmuster. Weiße Ärmel mit Schachbrettmuster. Hinten groß. The Original Vans of the War. Ich finde das blaue cooler, aber sind beide richtig cool. Bei Vans habe ich am meisten Geld gelassen. Also bei Vans habe ich mir 80 Euro gelassen. Ich finde, Vans war der geilste Store. Habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, ich viele Läden. Ich glaube, ich gehe Ende nächstes Jahr oder sowas nochmal hin. Mal schauen. Komm mit Wirbel. Letztes Produkt. Das Highlight sozusagen. Vans. Das hier sind die anderen Vans. Überall noch dreckig vorne. Sohle. Also die sind schon sauberer geworden. Wie man sieht schon, die sind ein bisschen abgenutzt. Ich habe jetzt neue. Und ihr seht hier, das sind die Schuhe. Größe 39. Finalpreis 70 Euro. Outletpreis 46 Euro. Und dann habe ich mich noch im Newsletter eingetragen. Habe eben 43 Euro bezahlt. Guck mal, die anderen. Ich weiß es nicht. Das hier sind die Vans. Rot. Nein, rot. Richtig krass. Sind die Standard-Vans. Die sind rotes Vans auch so rot. Die nehme ich safe mit in Urlaub. So setze ich meinen Joggingschuhen. Mega sauber. Innen stehen nur Vans. Richtig cool Vans. Shopping war erfolgreich. Ich habe mir 7 Sachen gekauft. Seven Worldwide. Mit den 7 Sachen gehe ich in der Wildnis. Spaß. Ich hoffe, euch hat der Shopping-Vlog gefallen. Ihr habt ihn genossen. War, glaube ich, relativ lang. Gute Aufbeute. Checkt natürlich auch extrem ab. Wir sehen uns im nächsten Video. Wahrscheinlich der Heidepark-Vlog.